Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum Jungfrauzeitung Panorama. Das vierte Adventswochenende ist durch. Wir starten die Weihnachtswoche mit folgenden Beiträgen. Leissigen hat gewählt. Herausforderungen auf und neben dem Platz für FC Thun. Wie immer zuerst einen kurzen Überblick über die News von heute. Winterschlaf im Victoria Jungfrau. Das Grand Hotel an der Höhe Matte zu Interlaken bleibt noch bis zum 26. Februar zu. Aktuell wird renoviert, der Betrieb soll im neuen Jahr stufenweise wieder aufgefahren werden. Thuner Verkehrsregime. Wegen der Corona-Pandemie kann das geplante Thuner Verkehrsforum voraussichtlich nicht stattfinden. Damit der Prozess rund um die Verkehrssituation in der Innenstadt vorankommt, wird der Kanton ein Mediatorenteam einsetzen, das zwischen den verschiedenen Positionen vermitteln soll. Thun verliert gegen Aarau. Nach 9 Spielen ohne Niederlage verliert der FC Thun Berner Oberland am Samstagabend gegen Aarau mit 3:1. Für die Oberländer hat Nicolas Hasler getroffen. Thuner steht damit aktuell auf Rang 4 der Tabelle. Viel war los in Leissigen in den vergangenen Wochen. Verschiedene Aktionen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr, haben für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt hat Leissigen eine neue Gemeindepräsidentin. Der Janik Müllemann hat Letizia Müller getroffen. Ja, natürlich gut und vor allem noch bei einem so einem klaren Sieg. Mal, ich fühle mich gut heute. Ist der Sieg als Überraschung für dich oder ist das schon von vornherein klar gewesen? Ja, mir dünkt das immer etwas schwierig zu sagen. Wahlen sind sehr unberechenbar. Man weiss bis zum Schluss nicht wirklich, was kommt. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man sich da zu fest auf der sicheren Seite würde fühlen. Darum bin ich schon auch überrascht. Mal. Jetzt kommt die neue Legislatur auf dich zu. Was hast du für Ziel für das kommende Jahr? Also wir sind ja ein komplett neu gewählter Gemeinderat und ich denke, als erstes wird jetzt einmal Teambildung im Vordergrund stehen, Teambildung mit der Verwaltung zusammen, dass wir als starkes Team wieder auftreten können und die neue Legislatur dort zusammen meistern. Und mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Und was sind so die heissesten Themen, die ihr im nächsten Jahr angehen müsst? Ja, das brandheisseste gerade ist mir ein abgelehntes Budget. Also wir werden uns zuerst mal müssen mit dem Budget beschäftigen, dass wir dann nachher so schnell wie möglich ein Budget haben, das von der Bevölkerung angenommen wird. Und ja, ich denke, das ist mal so das Wichtigste gerade. Wir kommen vom politischen Parkett auf den grünen Rasen. Wir haben es gehört vorher im Newsüberblick, 3:1 verliert der FC Thun Berner Oberland am Samstagabend gegen FC Aarau. Das vergangene Jahr war für FC Thun Berner Oberland nicht nur in sportlicher Hinsicht herausfordernd, sondern vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das bestätigt Barbara Franzen-Roth, die Geschäftsleiterin Commerz, im Gespräch mit Nick Tommy. Es ist wirtschaftlich sehr herausfordernd und wir wissen, dass wir dort Gegenleistung nicht allen können erbringen im Moment. Unsere Sponsoren, unsere Partner, unsere Saisonkartenkäufer. Das ist eine wirklich herausfordernde Situation. Ein Haufen Leute sind betroffen von dem. Saisonkartenbesitzer, Clubmitglieder plus eben ganz wichtige Sponsoren und Partner. Was hast du für Reaktionen von diesen Leuten? Ich muss sagen, wir haben das grosse Glück, eine grosse Solidarität zu erleben hier beim FC Thun. Die Leute haben Verständnis. Die Leute sagen, ja, das habt ihr euch ja nicht selber ausgesucht, die behördlichen Anordnungen, dass wir niemanden mehr im Moment dürfen einladen dürfen. Das habt ihr ja nicht selber verursacht. Das ist ein Fakt. Und das hilft als Verständnis. Aber natürlich, die Geduld ist strapaziert von den verschiedenen Partnern. Das ist so. Und das Problem, ich weiss nicht, wie lange das Ganze noch geht. Also könnte es plötzlich auch sein, dass wir Geld zurückzahlen müssen an diese Leute? Ja, es ist so, wir haben allgemeine Geschäftsbedingungen. Die sehen im Fall von höherer Gewalt nicht vor, dass wir in eine Rückerstattungspflicht kommen. Aber das ist die eine Seite, die rechtliche Seite. Und die andere Seite ist, wir werden schauen, was es uns wirtschaftlich möglich ist, ein Entgegenkommen zu machen. Aber das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich glaube, da müssen wir noch die weitere Entwicklung und auch fast Saisonende abwarten, dass wir dann zurückschauen können und sagen, gut, das ist der Stand und diese Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Mit diesem Blick hinter die Kulissen vom FC Thun Berner Oberland sind wir am Ende der heutigen Sendung. Im Anschluss folgt das Neueste rund um das Wetter von den Kollegen von Meteo News. Ich sage Tschüss und merci vielmals fürs Zuschauen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus.
Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland, herzlich willkommen. Ja, an diesem Wochenstart sind wir in der tiefen Lage zuerst mit Nebelfeldern im Tag gestartet. Und oberhalb davon war es zuerst noch sonnig. Im Verlauf des Tages hat es dann aber immer mehr Wolken gegeben, mit Regen auf den Abend. Ja, im Verlauf des Nachmittags hat uns von Westen her eine aktive Warmfront erreicht. Und in der Nacht auf den Dienstag kann es dann weitere Niederschläge geben mit Schnee ab 2000 bis zu 2300 Meter. Am Dienstagmorgen ist es dann aber bereits schon wieder mehrheitlich trocken, mit Wänden nur noch lokalen Schauer Richtung Jura. Es ist wechselnd bewölkt mit auch ein paar Aufhellungen bei ziemlich milden 5 Grad in Interlaken, Spiez und Thun sowie auch hier in Gstaad. Und am Nachmittag geht es mit der Verteilung vom Wetter her genau gleich weiter wie am Morgen. Und es wird am Nachmittag noch mal milder mit 10 Grad in Adelboden, Grindelwald, Meiringen und Gstaad. Bis zu 12 Grad erwarten wir hier in Thun. Und auf den Bergen oben, da weht dann auch noch ein stark bis stürmischer Westwind. Mitte Woche ist es dann weiterhin wechselnd bewölkt mit einem zügigen Südwestwind bei milden 10 Grad. An Heiligabend ist es dann stark bewölkt, windig und wiederholt nass mit Schnee ab 16 bis zu 1700 Meter. Gegen den Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter und perfekt in der Nacht auf den Weihnachtstag kann es dann auch bis in tiefe Lagen Schnee geben. Und am Weihnachtstag selber ist es dann wechselnd bewölkt mit gelegentlich Schneeschauer bei nur noch 2 Grad. Und aufs Wochenende wird es dann wieder sonniger. Das war es vom Wetterupdate. Ich wünsche weiterhin einen guten Wochenstart und auf Wiedersehen.